Unsere Städte bekommen Stress. Versiegelte Flächen erhöhen die Temperatur im Sommer, beschränken Lebensräume von Pflanzen und Tieren und sind bei Starkregen ein ernsthaftes Problem. Städteplaner haben das erkannt und empfehlen, Gebäude, wo immer es geht, zu bepflanzen. Auf jeden Quadratmeter kommt es an. Wartehallen an Haltestellen von Bussen und Bahnen wurden bislang kaum beachtet. Dabei ist es ganz einfach, Wartehallen und Unterstände effizient zu begrünen. Zum Beispiel ein typischer Fahrgastunterstand, den gibt es als Gründachmodell ab Werk, mit passendem Sedumpflanzgut in leicht aufzubringenden Kassetten und Pflegeanleitung. Hier können Pflanzen wachsen, die durch Verdunstung Abkühlung schaffen, wertvolle Lebensräume bieten, Niederschlag zurückhalten und sogar Feinstaub binden und Lärm dämpfen. Eine Vorab-Typenstatik garantiert den sicheren Betrieb ohne besonderen Tragfähigkeitsnachweis, auch an Aufstellorten mit hohen Schneelasten. Gegen Klimastress und für ein gesünderes Stadtklima lässt sich also etwas tun. Und das ist manchmal erstaunlich einfach.